Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Renrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Renrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben meine Eule erhalten. Renrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok. Lodgok und Renrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Renrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Renrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Isadora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isadora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die sie gesehen hat, denke ich, dass unsere junge Freundin sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Das sind Sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Revelio. Ihr könnt ein wenig gestutzt werden. Schauen wir uns auf. Incendio! Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Wenn es sein muss, tue ich es. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Ja, Freunde, dann wollen wir noch mal gucken gehen, ob wir das Grabhorn finden können. Und vor allem bin ich mal gespannt, was wir machen müssen. Ob wir es einfach nur fangen müssen. Das wäre mir jetzt am allerliebsten. Was haben wir denn hier? Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Ist aber ein süßes Kätzchen, oder? Da will einer aber spielen, ne? Huh?
Na los, komm her. Okay, der Kollege steckt schon einiges ein. Muss man ihm auf jeden Fall mal lassen. Ich habe das Gefühl, das Kätzchen ist sauer. Oha, was ist denn mit ihm los? Hast du dir so gedacht, ne? Wow. Der weiß aber ganz schön, was er will. Junge, was ist denn mit ihm los, ne? Mach mal halblang, mein Freund. Probieren wir das mal. Ich brauche deine Hilfe. Okay, warum auch nicht, hä? Okay, Freunde, wir haben einen Grabhorn. Dann versuchen wir doch mal jetzt den Weg zurückzufinden. Haha, sehr geil. So wird doch ein Schuh draus. Wir haben einen etwas längeren Weg vor uns. So, dafür geht's hier hoch. Und ich bin mal gespannt, wie viele Wilder auf unserem Weg auf uns lauern. Ich hoffe doch keine. Das wäre zumindest das Schönste. Mal sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Einfach schön drüber gelaufen, sehr geil. So muss das, so gefällt mir das doch richtig, richtig gut. Oh yeah, so kann man auch ein bisschen Gas geben. Aber wir müssen ein bisschen auf die Ausdauer achten. Von unserem Freund. Das wird dem Lord der Küste nicht aufhalten. Oh. Sehr geil. Gut, die sind zwar nicht One-Hit, aber ist auch okay. Einigen Wilderern gehen wir am besten aus dem Weg. Wir müssen es ja nicht voll drauf anlegen. Das sollte ich untersuchen. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Definitiv. So, da hinten geht es schon wieder weiter mit einer Barrikade. Aber die soll uns ja nicht aufhalten. Oh, schön. Oh, 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 oh. Da machen die aber doch ein bisschen Ärger, die Kollegen. Das gefällt uns aber gar nicht gut. Und unserem Grabhorn noch weniger. Okay, wir sollten auch schon fast wieder da sein. Ja. Noch ein paar Meter da vorne rein. Und dann schauen wir mal, ob wir die Aufgabe wirklich gelöst haben.
Dann wollen wir uns das Denkarium doch mal anschauen. Sofern wir nichts weiter zu tun haben. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihnen zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Okay, ein paar, ja, doch halbwegs nette Worte von Professor Bakar. Und da vorne ist auch schon das letzte Denkarium. Wir dürfen gespannt sein, was uns dort erwartet. Hallo? Isadora? Isadora? Ach, Mr. Morganack, ich... Mr. Morganack? Sam, gut, dass Sie da sind. Isadora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isadora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isadora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Isadora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Eliamus! Thank you.
sie lebt. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora kämpften, befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden Sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen Sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. In Ordnung, Professor. Auf Wiedersehen.